Hallo Leute, willkommen zurück zu Krastojo, meiner aktuellen Factorio-Serie. Und heute schaffen wir es hoffentlich, die Produktionstechnologiekarten fertig zu bekommen. Ich denke, der Knackpunkt hier dürften die Produktionsmodule sein, denn dafür brauchen wir elektronische Bauteile. So, jetzt geht's. Und elektronische Schaltkreise. Die Schaltkreise können wir vom Bus nehmen, aber die elektronischen Bauteile, die bauen wir vor Ort. Wenn wir uns die Verhältnisse anschauen, so dass wir eine Karte pro Sekunde bekommen, dann brauchen wir 14 Maschinen für die Bauteile, 20 für die Produktivitätsmodule, 6 ganze Maschinen für Zahnräder, so dass wir dann mit einer und zwei die Förderbänder hinbekommen. Das Uran haben wir ja schon anliegen. Und die Technologiekarten, das bekommen wir hin, haben wir ja schon x-mal gemacht. Nun, der erste Teil, der ist nicht allzu schwer, denn wir können das von hier klauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Genau die richtige Größe. Und wir drehen das einmal um. Und platzieren das hin. Und dann warten wir, bis unsere Roboter hoch sind. So viel einfacher mit Robotern das Ganze zu bauen. Die Förderbänder gehen wir gleich wieder aus. Hier brauchen wir einmal Glas. Einmal Plastik, einmal Silikon. Gut. Erster Schritt gebaut. Ich hole mir Förderbänder und dann haben wir, glaube ich, schon fast alles für die Produktivitätsmodule Stufe 1. Und das gehen wir dann gleich an. Ich denke, die Produktivitätsmodule, die machen wir so irgendwie. Ausgang auf dieser Seite. Das heißt, wir haben dann sowas. Und wir brauchen 20 Stück davon, das heißt, so sind es 10, was wir brauchen. Und dann verbinden wir das
So. Acht. Zwölf. Sechzehn. 20. Und Strommasten sind ausgegangen. Hier brauchen wir die grünen Schaltkreise dran. Zack, zack. Und hier Bauteile ran. Und dann brauchen wir nur noch die die Fließbänder brauchen wir noch. Zahnräder, 3x hier. Auslegen auf die Seite. Erst hier brauchen wir Eisen. Von unten haben wir schon mal genommen, dann nehmen wir vom zweiten von unten. Zahnräder, die hätten wir. Dann brauchen wir über das Verhältnis eine gelbe und zwei rote. Ein bisschen einseitig, hier in der Mitte gelb, da rot und da rot. Und alle brauchen Eisen. Einen Ausgang. In etwa so. Und da haben wir rote Fließbänder. Alles, was uns jetzt noch fehlt, sind die Technologiekarten. Sprich, dieses Setup hier. Und wir brauchen auch wieder vier Maschinen hierfür.
Kopf heran. Den nehmen wir vom zweiten von unten. Aber nicht an dieser Stelle, sondern hier. Und hier Eisen. Und Tunnel hier. Tunnel da. Da müssen wir effektiv vom obersten Band nehmen. Und Eisen müssen wir danach wieder balancen. So. Hier brauchen wir die dran. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch anschließen. Natürlich schon wieder alle an Fließbändern, aber zumindest jetzt ist das Ende der Baumaßnahmen für die Produktionstechnologiekarten absehbar. Es fehlen uns noch ein paar Fließbänder, um Uran damit ranzubringen, und dann produzieren wir. Und dann müssen wir das Ganze noch in unsere Labore bringen. Das sollte aber nicht allzu schwer sein. Und mit ein paar Fließbändern zu erledigen sein. Sieht so aus, als hätten wir zu wenig Holz. Nicht gut. Müssen wir da ein paar mehr Gewächshäuser ranstellen. Ist ja recht einfach zu machen. Dann hier der Ausgang. Legen wir das doch gleich mit hier auf dieses Band, dann können wir uns Förderbänder sparen. Und dann müssen wir einfach hier vorne schauen, dass dieses Band nicht auf ein anderes Band gelegt wird, sondern als eigenes Band in die Forschung rein.
hier machen, ist, wir legen die Militärforschung um. Und legen die Militärforschung da dran, wo wir vorhin Militärforschung zu den Roten mit drauf. Ein Tunnel bitte. Hoffentlich sehen wir jetzt irgendwo auf dem Förderband unsere Technologiekarten für die Produktion. Wenn nicht, haben wir was falsch gemacht. Was falsch gemacht. Das funktioniert natürlich so nicht. Dann müsste es funktionieren. Und bis die auf dem Band nach vorne gelaufen sind, hole ich mir noch ein paar Untergrundbänder, um mich da besser zu versorgen. Und ich denke, ich muss mehr Holz ran schaffen. Denn so haben wir zu wenig grüne Schallkreise. Ohne grüne Schallkreise hinken dann auch die roten hinterher und natürlich auch die blauen. Was fehlt mir? Machen wir doch 4 neue Gewächshäuser, verdoppeln das Ganze natürlich, das war nicht das einzige Untergrundband, das fehlt. Glücklicherweise, da hinten ist das Band voll, was bedeutet, das wird nicht vermischt mit dem Rest auf dem anderen Band. Voilà!
heißt, wir können jetzt auch violette Forschung einreihen, zum Beispiel Kovarex-Anreicherung, die Module Nummer 3, Kohleverflüssigung, die blauen Fließbänder. Oh ja, ich sollte vielleicht auch die machen, wenn ich schon Dreiermodule in die Forschung reingebe. Aber das war's für heute. Endlich sind die Technologiekarten durch. Und nächstes Mal müssen wir mal schauen, was wir angehen. Also bleibt doch einfach dran und findet es raus. Bis dann. Tschüss.